Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Und ja, ich zeige euch heute einen Klassiker, eine Klassikperle, sage ich einfach mal. Arizona Sunshine, eines der ersten VR-Games, die ich so miterlebt habe und gezockt habe. Das Ganze zeige ich euch jetzt auf der Pico 4, das gehört natürlich auch dazu, um sich das mal anzuschauen. Und ja, wir sind hier im Hauptmenü und das Hauptmenü ist unser Wohnwagen, unser Trailer. Und ja, hier haben wir alles, was wir brauchen. Man kann hier ein bisschen auch rumspielen, ne? Ein bisschen was zusammenbauen und auftürmen. Ja, wir haben hier eine Kalibrierung, das ist einfach da, wo unser Hüftgürtel ist oder ein Waffengürtel. Das können wir da einstellen, die Größe. Dann haben wir hier einen Horden-Modus, den wir starten können, Kampagne, Einstellungen, wie wir uns bewegen wollen, über Teleport, über Free Locomotion und Sounds können wir einstellen und so weiter und so fort. Da will ich jetzt nicht so drauf eingehen. Ist auf jeden Fall sehr umfangreich, das Ganze. So, dann haben wir hier die Kampagne. Und ich möchte euch den Singleplayer jetzt mal zeigen. Und ja, wir haben hier den Story-Modus. Und Schwierigkeitsgrad natürlich. Jetzt sagen wir erstmal normal. Neues Spiel, Basis. Viel Spaß. Hätte nicht gedacht, dass ich meinen Wecker überhöre. Oh, Fußball. Wow. Guten Morgen, Scheißer. Na gut. Ich sollte das hier wohl erledigen, Fred. Ich hole dich raus aus dem Schlamassel. Wo ist meine Waffe? Verriegelt und geladen. Das wird's sein, Fred. Verdammt. Tut mir leid, es lief nicht gut zwischen uns, Kumpel. Aber ich bin dann mal weg hier. Was kann ich sagen? Ja, Leute, hier haben wir schon den ersten Streitpunkt von damals. Die deutsche Synchronisation. Da waren nicht alle Leute mit zufrieden. Es ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Es wird nachher ein Tick besser, meiner Meinung nach. Aber am Anfang ist es sehr, sehr krass. Passt nicht so wirklich. Und ja, gut, dass man hier dann auch auf die englische Version umschalten kann, wenn man das möchte. So, hier gibt es erstmal nichts zu sehen. Wir gehen einfach mal raus. Oh, Mist. Verdammt, Freddy. Ich hab's dir gut besorgt, wie. Na gut, ich muss jetzt los, Kumpel. Den Tag beginnen. Hey, Hals- und Beinbruch, Scheuser. Ich hab's dir gut besorgt, ne? Okay, ist natürlich auch alles sehr, sehr witzig gehalten, ist in der englischen Fassung auch so, aber ist halt gewöhnungsbedürftig. So, hier mal ein kleines Tutorial. Essen, Nahrung für uns. Wenn wir unter 100 sind, können wir uns was zum Snacken nehmen. Oh, mein Munitions... Oh, ich habe noch Munition. Dann wollen wir das Baby mal auffüllen. So, packen wir uns mal alle... Magazine hier. Wir kriegen nachher verschiedene Waffen, verschiedene Munitionstypen und ja, nachladen ist eigentlich ganz einfach. Magazin auswerfen, zur Brust oder zum Bauch führen und schon ist nachgeladen. Okay, Zeit für ein paar Schießübungen. Ich kann es noch. Oh, da kommt was. Ah, da seid ihr, Jungs. Hey, nicht näher kommen. Männer, was habe ich gerade gesagt? Ihr sollt nicht zu nahe kommen. Also Kimme Korn funktioniert ja auch echt gut. Seid ihr jetzt glücklich? Das hätte nicht so laufen müssen. Wir hätten uns hinsetzen können und einen Kaffee trinken, drüber reden können, aber nein... Also grafisch kann natürlich nicht ganz mit der PC-VR-Version. Ich denke, hier sind wir durch. Mithalten. Lass uns zu dieser Brücke gehen, die ich gestern flussabwärts gesehen habe. Auch was das Wasser angeht, Weitsicht. Aber ich meine, dafür, dass man das mit einer autarken Brille spielt, vollkommen in Ordnung. Oh, da kommt wieder was. Na komm. Oh.
haben wir denn hier? Na? Okay, das ist eine Brücke. Oh, da ist die Brücke. Da müssen wir hin. Da muss man natürlich immer noch im Hinterkopf halten, dass hier wirklich ein autarkes System ist, aber hier haben wir wirklich ein komplettes Game im Story-Modus. Allzu lange wollte ich jetzt auch nicht spielen. Ich möchte euch auf jeden Fall mal ein bisschen was vom Game zeigen, falls ihr das noch nicht kennengelernt habt. Und ich finde, es ist ein Must-Have-Titel. Auch wenn man das Alter bedenkt. Macht Spaß, man kann was erleben. So verdammt heiß. Unser Freddy da nimmt ein Sonnenbad. Hey Freddy, mach schon. Freddy. Der hat so ein komisches Zeug auf dem Kopf, denn der braucht ein paar mehr Schüsse. So. Ach, guck mal, Quietschähnchen. Quietschähnchen. Hey, ein Radio. Mal sehen, ob es noch funktioniert. Irgendwer sendet was. Aber von wo? Oh, da war das Radio kaputt. Verdammt. In Ordnung. Denk nach. Denk nach. Ich muss ein anderes Radio finden. Ich muss dem Ganzen auf den Grund gehen. Haben wir noch? Man konnte hier noch nicht überall looten und so weiter. Diese Masken, die konnte man sich auch immer anziehen. Macht natürlich nur im sind. Heute nicht. Man muss hier schon anderen Anzug anziehen. So, zum Looten kommen wir gleich. Oh, da kommen ein paar schnelle an. Na komm. So, jetzt kommen wir aber zum Looten. Wir haben hier immer die Möglichkeit, die Autotüren aufzumachen. Kofferraum geht auch. Da haben wir natürlich die Möglichkeit, dann andere Waffen noch zu finden. Boom, ausgecheckt. Du kommst mir gelegen, mein Freund. Die Grip kann man dann immer wechseln, auf welche Hand man die haben will. Jetzt gehen wir noch mal kurz da hinten. Ich wollte jetzt gerade nicht schießen. Ah, guck mal. So. Wie gesagt, die Automodelle sind jetzt nicht so der Oberhammer, aber man muss das Alter beachten. Und dafür ist es echt ein richtig cooles Game geworden. Kommst du? Da haben wir da wieder Munition. The Old Dutchman, huh? Irgendwann möchte ich gerne nach Amsterdam. Einfach entspannen. Was will der wohl in Amsterdam?
Schau dir all diese Autos an. Als ob sie alle vor einer Horde geflohen wären. Ja, Walking Dead lässt grüßen, ne? Das wird's ein bisschen... Na, wenn man von dem Bastard spricht... Ja. Oh, wenn die so nah kommen, ist das schon ein bisschen übel, weil man trifft da nicht mehr so schnell. Scharfschütze werde ich auch nicht mehr in dem Leben hier. So. Oh, da ist noch was. Ja, mit der Kleinen hier geht's auch. Das hat ganz schön Munition gekostet. Vielleicht finde ich mehr in diesen Autos. Ja, hätte ich mal ein bisschen besser gezielt, dann wäre es kein Problem mit der Munition. Ich meine, bei der PC-VR-Version sahen die auch nicht so wirklich grün aus, wie hier jetzt gerade. Aber ich finde es für Leute, die jetzt wirklich die Steam-VR-Version noch nicht gespielt haben, ist das eigentlich ein cooles Erlebnis, muss ich sagen. Ja, man kriegt ja keinen AAA-Grafik, ne? Das, muss man natürlich jetzt auch verstehen. Handgranate. So. Die werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Ich will auch relativ kurzes Gameplay machen für euch jetzt hier. Wir gehen gleich mal unten kurz ins Haus rein und dann würde ich auch beenden. Man darf ja natürlich nicht zu viel verraten, ne? Wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat. Hat auch einen Koop-Modus, das ist natürlich auch cool, macht Spaß, zu zweit hier die Level durchzuarbeiten. Wenn man nachher zu langweilig hat, kann man natürlich auch ein bisschen auf Schwierigkeitsgrad höher stellen. Ich bin jetzt hier auf normal. Komm mal, probieren wir das jetzt mal, oder? Oh, habe ich es fallen lassen. Ach, zum Drücken, okay. Jetzt, boom! Komm. Habe ich mir jetzt spektakulärer vorgestellt, aber... Ach, guck mal hier. Komm, Evelyn. So. Hey, das Auto gehört The Old Dutchman Mine. Ich wette, da gibt's nützlichen Kram. Das sehen wir uns an. Abgeschlossen. Ich brauche den Schlüssel. Vielleicht im Ticketbüro. Ach, wir gehen auf jeden Fall noch rein. Nett. Hier geht aber einiges ab, oder? Ach, guck mal da oben. Das ist aber Ruhe, ne? So, jetzt können wir hier auch noch ein bisschen looten. Gibt es hier noch was zu essen vielleicht? Jetzt gerade noch nicht. Okay.
Ziel ist es nachher, über diese Brücke da zu kommen? Hör aktiv! So, hier haben wir schon die nächste Waffe. Der Revolver, der ist echt nicht schlecht. Also als ich damals ganz alleine durchgespielt habe, hatte ich in manchen Szenen schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Jetzt ist man natürlich ein bisschen abgehärtet. Was läuft? Chillen. So, jetzt haben wir hier unsere Frikadelle. Und jetzt haben wir wieder 100%. Er ist auf Eis gelegt. Das kann man natürlich hier noch looten. Hier ist der Autoschlüssel, den wir brauchen. Ah, ein Fernbedienungsschlüssel. Ich hab's. Looten machen wir jetzt hier nicht mehr. Kommen wir hier jetzt noch raus? Nein. Okay. Gehen wir hier lang. Jetzt warten wir den einen Angriff noch ab. Ich soll nicht schießen. Also. Ja, funktioniert noch. Das sehen wir uns an. Oh, eine Windel, wie? Schau dir das an. Wie praktisch. Jetzt geht's los. Mist! Schalt es aus, schalt es aus. Mist! Da kommen sie. Na komm. Hört aber auch hier nicht auf. Das war's auch schon. Ja, habe ich euch ganz gut gezeigt, wie man es nicht macht. Aber ich habe es jetzt auch nicht ganz ernst genommen. Normal darf man nicht so schnell nach vorne brechen. Aber ja, um euch nochmal zu zeigen, was dann hier los ist. Das macht natürlich mit zwei Mann auch ein bisschen mehr Spaß als jetzt alleine, aber gut. Ja, Leute, das war Arizona Sunshine auf der Pico 4 und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet euch ein kleines Bild machen von dem Titel hier und ja, falls ihr das in Steam VR mal schauen wollt, werde ich euch auch in die Infobox packen und in die Beschreibung könnt ihr einfach mal die Steam VR Version gucken. Ist ein sehr altes Video von mir, einer der ersten natürlich, aber ja, könnt ihr euch natürlich trotzdem einen Eindruck dann davon machen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir jetzt ein Abo geben würdet, Like da lassen und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.